Ja. Ich glaube, das mache ich dann in einem Stream. Und versuche ich jetzt einfach mal das hier. Boss Rush. Ich habe Angst. Das ist ein cooles Bild. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nur die normalen Bosskämpfe sind, oder? Habe ich recht? Mein Outfit. Ist das der normale? Please? Ja, das ist der normale. Okay, das merkt man sofort. Das ist super langsam. Und schaut mal, wie easy das auf einmal ist. Ja, okay. So schwer wird der Boss-Rush jetzt nicht, tatsächlich. Die normalen Bässe sind nicht schwer. Ich gehe sogar davon aus, dass ich das jetzt First Try schaffe. Ich darf mich nur nicht treffen lassen. Das ist ja das Wichtige, dass ich mich nicht treffen lasse. Was das geil? Nein! Arme Mädel. You Psycho. Gott, das war gerade unangenehm. Ach, ihr hört übrigens den Remix. Den haben wir freigeschaltet. Den hätte man eigentlich die ganze Zeit gehört, aber ganz ehrlich, ich mag den Remix nicht so sehr. Persönlich. Krieg ich noch eine Heilung oder krieg ich gar keine Heilung? Wait. Da steht das doch, oder? Keine Heilung! Aber ich darf dreimal neu starten. Also dreimal einen Boss restarten darf ich. Das ist tatsächlich sehr großzügig, wie ich finde. Ja, der eine Treffer war halt voll unnötig. Weil ich mich so lange jetzt nicht mehr treffen lasse dafür, dann ist okay. Und er macht im normalen Kampf auch so einen Mega Charge? Das wusste ich gar nicht. Bam! Verpasse keine Chance anzugreifen, ist so wahrscheinlich so eine der Challenges, oder? Mache es mit No Hit Hero! Das ist ein Spiel. So. Es gibt vier Kämpfe, soweit ich weiß. Na, einmal er. Dann die beiden Vögel. Wahrscheinlich kommt nur einer von denen. Dann Snatcher. Und dann Nastash Girl. Das müssten die vier Bosskämpfe sein, oder? Oder kommt noch die Toilette zum Beispiel dazu? So ein Zwischenbiss, so ein Nebenbiss. Genau, jetzt immer, wenn ein Leben angezeigt wird, ist da ein Checkpoint. Okay, wahrscheinlich kommt hier immer nur der, den man halt im Story-Mode auch gewählt hat. Bei mir war es halt der. Deshalb kommt jetzt auch. Oh, wie langsam er ist. Oh, das ist so easy auf einmal. Und ich treffe ihn nicht. Gut gemacht, Mike. Sehr gut. Oh nein. Wow. Warum sind die so langsam? Und die machen nur einen Sprung. Ich habe voll vergessen, wie die normalen Kämpfe sind. Irgendwie lustig, oder? Nochmal zu sehen, wie diese sind. Und ich dachte, den Boss, weil ich das gelesen habe. Oh nein. Ein Messer nur? Alter. Junge, und da ist er so langsam. Da sieht man mal die Unterschiede. Ich weiß, ich laber zu viel, aber ich finde das gerade übelst überraschend. Wie einfach das ist. Eigentlich brauche ich mich hier gar nicht verstecken, das ist so einfach. Chillig. Hä? Was macht er jetzt? Oh mein Gott, drei Messer! What? What? Das kann er doch nicht machen! Oh nein, jetzt kommt die Digga erstmal. Okay. Und bonk. Komm, letzte Phase. Oder vorletzte. Was kommt nochmal? 80 Sekunden. Okay, da wurden mir aber 40 Sekunden geraubt. So. Komm runter da! Bam! Hey, ich war weggeschleudert! Und zack! Komm in stirb! DJ Goose! Gut! Defuse die Bombe. Achso, ich stimme, wir haben eine Bombe auf mir drauf! Das war irgendwie gar nicht sichtbar beim Hard Mode von diesem Kampf, sage ich mal. Killing two birds. Nein! Na komm! Yes! Jetzt müsste eigentlich tot sein. Ja! Ich bin auf dem Weg! Schnippschnapp! Und jetzt bist du tot, Mann! Kommen jetzt noch Vögel? Tatsache, die kommen sogar noch. Vier Stück. Süß. Vier Stück. Du bist ja kein Treffer.
Aber ich darf dir nichts sagen. Gleich kommt noch ein Treffer am Ende. Nice. Ich frag mich wirklich, was hier Challenges sein werden. Weil die schneide ich natürlich. Ich glaube, da. Alter, ich war stuck. Ich konnte mich nicht bewegen. Habt's alle gesehen? Ich saß auf dem Boden. Oh, dumm. Ach, man wird nach jedem Kampf geheilt? Das ist ja mega easy dann. Aber safe wird einer der Missionen No-Hit sein. Oh Gott. Oh Gott. So, Snatcher. Bei ihm kann ich jetzt schon mal üben. Bei dem normalen Snatcher. Ich glaube, das waren sogar die ganz normalen Attacken von ihm. Nur halt ein bisschen schneller gerade. Oder? Ich meine schon. Ach, tatsächlich. Wir kämpfen doch nochmal gegen die Toilette. Die zählt dazu als Boss. Krass. Verdammt, ich habe vergessen, wie der funktionierte. Da war eine Heilung. Heilung! Oh mein Gott, danke, Mann. Achso, Bombe. Hä? Wo ist der hin? Existiert nicht mehr, Spiel. Okay. Knut, Knut. Aha, hier. Manchmal droppt er so eine Bombe. Und die ist schon vollgeladen. Ah, okay, jetzt weiß ich es wieder. Schön. Ich bin noch gesprungen, Mann. Ich hab doch noch ein Herz. Ah, wow, die Bombe ist da reingefallen. Toll. Bleib stehen da. Bam! Noch einen. Ich glaube, drei Treffer braucht er, oder? Ich kann mir vorstellen. Da ist ein Apfel. Ich bin ein Apfel. Warum muss ich ihn holen? Soll ich mir selber holen? Tatsache. Wow. Wow. Jetzt sterbe ich tatsächlich noch. Passt auf, Freunde. Jetzt sterbe ich noch dadurch. Bam! Gott. Ich habe wirklich Angst jetzt. Ein Leben. Bei der Toilette, ey. Bei der dummen Toilette. Hä? Hä? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Zeitlupe. Ich brauche ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Hoch da. Und einfach schlagen. Okay, das war's schon. Na gut. Genau, mach immer die... Aua. Bah, man kann ja auch währenddessen angreifen, während die Autos kommen. Okay, hab's mir irgendwie tatsächlich schon gedacht. Toll, danke Spiel. Wie kann das sein, dass die Toilette noch so ein krasser Kampf wird? Oh, ich hab geheilt! Dass ich mich darüber freue. Gib mir Zeitlupen gut, bitte. So, und zack. Stirbt jetzt mal? Wem behaucht er denn bitte? Oh, und jetzt drauf! Bam! Der lag schon so auf dem Boden, ich wusste, jetzt kann ich ihn angreifen. Bam! Okay, Toilette ist nicht so schwer. Habt ihr gesehen, es geht ja noch. Und ja, links ist die Leiste 2 von 5. Also ja, die Toilette zählt nur noch als Boss dazu. Stimmt, was ist, wenn die Toilette bei Death Wish der richtige No-Hit-Bosskampf wird? Oha. So ein Hardmod von der Toilette statt Snatcher. Das wäre wie lustig. Apropos Snatcher. Exakt gleiche... gleicher Ort. Komm, weg. Zack. Und los. Stimmt, ich habe keine Abilities, genau. Das macht es natürlich schwerer. Ja... Ich würde gerne die Musik wechseln. Die alte Musik fand ich viel cooler. Doch man, das ist so langweilig. Ich meine, okay, man kann sich ein bisschen mehr was konzentrieren, I guess, aber ich weiß nicht. Schauen wir, was hier passieren wird. Stimmt, die Attacke hat er vorhin nicht gemacht, ne? Hm. Achso, stimmt, weil blauen Attacken macht er ja gar nicht bei Death Wish. Ah, das meint er mit blauen Attacken. Die soll ich ja gegen ihn schleudern, ne? Ey, seid so böse. Was? Das soll mich getroffen haben? Wow.
Einfach nur wow. Ich bin gerade echt schockiert. Und ja, seine Attacken sind hier viel einfacher. Ist aber klar. Ich habe sein Auge nicht gesehen. Last Chance. Danke, Spiel. Ich hab's verstanden. Aber ich meine, Mustache Girl ist tatsächlich gar nicht so schwer. Weil man da ständig gegengeheilt wird. Bam! Da kann man ihn tatsächlich angreifen. Shit, falsche Richtung. Das muss man halt sofort erkennen. Okay, okay, hier chillen, hier chillen. Bam! Hab ich dich. Wow, knapp. Der normale Kampf ist easy. Komm, den habe ich jetzt drauf. Mittlerweile. In Last Chance. Bam! Das war's schon? Ich dachte, da wird noch ein paar Mal blau gemacht oder so. Ja, das war's. So, und nun, Mustache Girl. Hallöchen. Und los geht's. Don't. Ja, ich hab's verstanden. Let's go. Lass uns fighten. Last Chance bei mir, also komm. Ich hab vergessen, wie die kämpft. Einfach ein bisschen ausweichen. Ein bisschen defensiv spielen. Das wird schon klappen. Ah, Mist. Okay, wenn sie geworfen hat, ist auf dem Boden. Bam! Oh Gott. Ich wurde nicht geheilt. Ich werde geheilt manchmal. Alter. Und jetzt verliere ich es. Passt auf, Leute. Jetzt verliere ich es halt. Oder war ich jetzt geheilt? Nee. Safe nicht. Nee. Time Stop. Brauche ich. Gleich. Wo ist sie? Hallo? Da ist sie. Bam! Was geht denn jetzt ab? Ein paar Risse. Bam! Bam! Leider schaffe ich das jetzt nicht mehr. Aber ich versuch's mal. Vielleicht werde ich ja noch rechtzeitig geheilt, das wäre cool. Oh Mist. Komm, reicht jetzt. Stopp! Ey! Boah! Was zum? Mein Doktor ist da oben. Was mach ich mit ihm? Bam! Als ob ich das jetzt noch schaffe. Niemals. Wo ist sie? Da hinten. Bam! Okay. Macht der schon wieder das gleiche? Okay. Bam! Vielleicht schaffe ich es da doch. Ich darf nicht aufgeben. Oder? Oh Gott. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Da ist sie. Nein! Sie weicht so gut aus. Na komm. Bam! Hm? Oh, Schutzschild. Muss ich ja abwarten? Ja, oder? Komm, raus da. Komm, raus da. Okay. Apfel. Apfel. Ich kann nicht nehmen. Jetzt kann ich ihn nehmen. Nein. Apfel. Hat getroffen. Mist. Komm raus da. Yes. Bam.
Da ich nur ein Leben habe, überlebe ich echt lange. Bam! Schön. Bam! Schön. Okay. Jetzt habe ich geheilt? Maybe? So, jetzt. Stopp. Oh nein. Was zum Teufel? Was zum... Nein! Ne, ich will nicht kurz. Oh, lol, ich hab's geskippt. Lol. Jetzt wusste ich gleich, dass es geht. Wie cool. Nein, warum? Ich bin gerade in der Fisch reingegangen. Boss Rush. Aus irgendeinem Grund, wenn man ganz schnell A und B irgendwie spammt, zumindest habe ich das halt eben gemacht und das letzte Mal, als es passiert ist auch, kommt man irgendwie in die ganz normale Version des Levels. Und jetzt bin ich hier. Warum auch immer. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Okay, let's go. Ich habe alle 4 Leben. Egal. Bah! Okay, jetzt geht's richtig los. Bam. 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 Shit. Komm runter da. Bam! Gewonnen! Oder kommt noch was? Ist vorbei? Ich glaube, der Kampf ist jetzt vorbei, oder? Ja. Doch, der Ball sagt, ich bin durch. Das hast du davon. Der Blick. Okay, Bonusmission? Nein? Ernsthaft nicht? Doch! Keine Chance im Angriff verpassen. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Ich hab's mir schon gemacht. Ich hab's mir schon gedacht, dass der Papi es auch schon gemacht. Oh, ich krieg sogar was dafür. Oh, und ich schalte das Level hier oben schon frei. Aha. Okay. Was krieg ich denn? Blopp. Oh, ein Kamerafilter. Nani? Und gewinne mit einem Treffer. Ah, das war so klar. Base Game Boss Rush. No Hit. Ich meine, ich habe es fast No Hit gerade geschafft. Nur habe ich mich beim Mustache getroffen lassen. Aber okay, das ist auf jeden Fall machbar. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Ja, nachdem ich Boss Rush gemacht habe, mache ich dann hier Snatcher Kampf. Okay? Ja? Gut. Aber wir schauen uns erstmal an, was der Kamerafilter ist. Das interessiert mich jetzt. Leider driftet mein Stick gerade richtig hart. Egal, ignorieren wir jetzt. Nani? Das ist der Filter, boah. Einfach schwarz-weiß alles mit so ein bisschen Effekten drauf, so. Ja. Auch ganz cool, aber... Ja. Da mich der neue Remix beim Snatcher-Boss-Kampf ein bisschen gestört hat, habe ich nachgeschaut, ob man den ändern kann, den Remix. Und ja, kann man. Und zwar hier drüben. Bei diesen Vögeln, glaube ich. Irgendwo hier in der Nähe. Genau. Genau. Musik austauschen. So, da kann man was an- oder ausmachen, wie ihr sehen könnt. Und wie ihr sehen könnt, gibt es 2 von denen. Warum auch immer. Das ist, glaube ich, der, den wir hören, ne? Und das ist der andere, den wir freigeschaltet haben.
Oder? So, hier Time Stop. What? Das ist mir noch nie passiert. Was zum Teufel ist denn da passiert? What the hell? Ganz ehrlich, lieber mache ich den ersten Bosskampf nochmal neu. Statt dass ich mir jetzt noch zwei Leben habe statt drei. Kann man, glaube ich. Zeitlupen ist immer wichtig. Oh, und schon tot. Noch jetzt ist nicht möglich. Oh mein Gott. Die erste Phase ist so unnötig. Sie ist vor allem auch echt schwierig. Jetzt. Bam. Das ist böse. Mal schnell ausweichen. Bam. Ja, das ist einfach nur, sie schmeißt mich ab. Nicht so schwer, finde ich. Alter, und dann sage ich das und lass mich treffen davon. Okay. Bonk. Bonk. Oh nein, das wäre schlecht. Oh, ich bin das ausgewichen, das allererste Mal. Oh mein Gott. Oh, bin ich durch? Ja, ich bin durch. Okay, erste Phase ist durch. Das hier ist halt das, was man skippen kann, wenn man stirbt. Dann ist das hier einfach weg. Ja, aber braucht man nicht. Ist mal einmal passiert. Also, sobald ihr die Cutscene habt, seid ihr safe. Seid ihr schon drüber. So, und das ist die richtige Kampf, die zweite Phase. Da, wo es richtig beim Kampf losgeht. Hier muss ich meine Schnauze halten. Das Einzige, was mich immer killt, ist der Laserstrahl, den ich immer habe. Oder das hier. So, danach immer den Hut anmachen, damit man sie auf jeden Fall dort trifft. Das ist gut fürs Abzeichen. Fürs verpasst keinen Chance zum Angriff. Sondern bei diesem Angriff muss man einfach nur immer in ihre Nähe kommen. Man kann sie hier nicht treffen. Sie teleportiert sich immer direkt weg. Man muss in ihre Nähe kommen, damit es progress, damit es weitergeht. Ernsthaft? Egal, ich hab noch zwei. Okay. Ja, wie gesagt, leider save das nicht, das heißt alles neu. Aber die erste Phase. Hä? Was ist gerade passiert und warum muss ich das hier neu machen? Das ist mir noch nie passiert. Was zum Teufel? Hä? So, das ist nicht schwer. Drunter bleiben und dann im Kreis, weil dann geht's nämlich unten. Der Rest kennen wir schon. Der Rest ist nichts Neues. Nur, dass jetzt Sachen runterfallen und sie viel schneller ist. Und viel aggressiver. Und das passiert. Habe ich voll vergessen, dass ich das macht. Bam!
Okay, also. Bam! Das ist halt so böse! Ich hab's! Ich hab's! Ich bin durch! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! No hit! Boah, Mafia Girl war wirklich schwierig. Der Rest ging eigentlich. Ja, verpasst keine Chance im Angriff. Macht das lieber in einem separaten Run, ganz ehrlich. Und benutzt 100 Pro immer den Zeitlupenhut. Vor allem bei ihrem Kampf. Es ist einfach ein Lifesaver, ohne Witz. Der dauert ja immer so ein bisschen länger, deshalb wird es noch nicht gezeigt. Jetzt wird es gezeigt, ja. Yes! Let's go! So, und ich würde sagen, da wir jetzt noch Zeit haben, können wir ja gemeinsame Zeit mit Snatcher machen. Wofür ja, es gibt keine blauen Angriffe, aber wir müssen 6 Minuten überleben. Snatcher ist so krass. Er kann nicht gekillt werden, wir können ihn nicht angreifen. Wir müssen einfach 6 Minuten überleben. Ich habe es geschafft in 2 Minuten, das war schon schwierig. Man hat übrigens hier... Oh. 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 Ich habe noch den One-Hit-Hero an Stecker noch aktiviert. Man kann hier 4 Treffer haben insgesamt, also komm schon. Bitte? Boah, genau deswegen kann man nach oben und unten ausweichen mit dieser Attacke. Ganz wichtig. Oh Gott. Alter, das hier kann ich am wenigsten ausweichen. Das check ich einfach nicht. Also du denkst an Megalovania? Ich denke an Asgore. Daran muss ich die ganze Zeit denken, an manchen Stellen des Liedes. Ich kann übrigens auch das Lied ändern zu etwas ganz Langweiligem. Ich kann auch die Musik ausmachen. Was dir lieber ist, oh Gott. Nein! Daher? Nee? Jetzt kommt der her. Immer wenn er ein bisschen länger braucht. Das kann ich nicht. Ah, nein! Warum spiele ich überhaupt jetzt noch weiter? Ich kann es doch gar nicht mehr schaffen. Aber hey, ich habe die 4 Minuten voll. Das heißt, ich habe immerhin eine Aufgabe schon mal geschafft. Jetzt kommt er her? Nee. Jetzt? Nee. Jetzt? Okay, schön. Ich bin tot. Oh! Okay. Immer dahin rennen, wo es gerade war, ist meine neue Taktik hier. Weil da kann ich nochmal direkt eins nachkommen. Oh! Alter, wie oft willst du noch die Attacke spammen? Digga, willst du mich verarschen? Immer vor und zurück ist aber auch eine ganz gute Taktik, merke ich gerade. Jetzt kommt er her? Nee? Jetzt kommt er. Ich noch knapp über eine Minute überlebe? Ich sag nein, aber ich versuch's natürlich trotzdem. Ohoho, was macht er jetzt? 5 Minuten! Stell dir vor, jetzt stell dir mal vor. Jetzt hätte ich genau 6 Minuten erreicht, hätte es eigentlich geschafft. Stell dir das noch vor. Das wäre es natürlich gewesen, Junge. Ich hätte es cooler gefunden, hätte die gesagt, mach es No-Hit und mach es 4 Minuten No-Hit. Das hätte ich cooler gefunden, weil 6 Minuten, aber du darfst so viele Leben haben wie möglich. Man kann generell sehr viel austricksen, indem man am Rande ist. Deshalb bin ich auch die ganze Zeit am Rande. Nein! Nein! Was? Was? What the hell? Hä, wo bin ich? Was war das denn? Was? Hast du das gesehen? Was? Okay, ich muss mich konzentrieren. Was? Ja, siehst du, wenn ich mich nicht konzentriere, passiert sowas. Was war das?
Schon wieder. Was zum Teufel will ich da oben? Und wie habe ich das überhaupt hinbekommen? Irgendwo an dem Rande geschleudert werden macht das irgendwie. Killing Tube. Hör schon wieder. Da, einfach am Rande sein. Aus irgendeinem Grund, wenn man am Rande der Map hier so irgendwo so hier geschleudert wird, dann wird man nach ganz oben geschleudert, statt nur so ein bisschen nach oben. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie ausnutzen kann. Ich versuche es ein paar Mal. Ich spiele jetzt Streets weiter. Bleib hier, Max! Brauch dich! Hilf mir das irgendwie? Ah! Wo bin ich? Na, ich rutsche! Vielleicht hilft mir das wirklich sogar. Ich kann wissen, was gibt ein paar. Ja, tatsächlich. Vielleicht gibt ich da ein bisschen was mit. Ich hab wirklich einfach alles skippen damit. Neuer Rekord, Leute. Fast 3 Minuten. Ich wurde nicht einmal getroffen. Ist das der Run? Feel it. Nein. Jetzt nicht mehr. Ah, ich glaube gegen die Wand rennen ist eine gute Taktik hierbei. Hab ich gerade gemacht, hat es geklappt. Was? What the hell? Ich bin hier oben! Ich bin hier oben! Let's go! Ich kann nicht taunten. Ich würde so gern taunten. Ich kann das hier machen. Yeah. Oh mein Gott! Matthias Maximus, customizable. Okay, wunderbar. Ja, also, boah, der Kampf ist echt schwierig, du. Und ich runterfall, ey. Ist das geil, ey. Ohne Witz, ich feier das. Ich brenne. Man kann hier einfach stehen. Der hat mir Collision reingepackt. Wie geil. Schade. Nein, wo bin ich? Spiel? Es ist nur ein Gameplay-Feature. Ja, das ist kein Cheating. Ich habe nicht gecheatet. Nicht, wenn ich wieder runterkomme, so wie jetzt. Oder ich gar nicht mache. Ich werde safe sowieso jetzt sterben. Neun. Das ist Abschluss? Okay. Können wir machen. Let's go. Wir haben's. Hör, das beendet einfach. Das beendet einfach. Ich kann da oben nicht ran. Seht ihr das? Hä, warte mal. Hä? Das gesehen? Hier, schaut mal. Obwohl ich das Zeitstück nicht eingesammelt habe.
und dies noch nicht legit auf 6 Minuten geschafft hat, zählt es als abgeschlossen. Na, ich schätze, das heißt, ich muss es nicht mehr machen, oder? Aber ich habe nicht Glück. Muss ich das nicht mehr machen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, das Community-Riss machen wir als letztes, wenn wir hier alles durch haben. Und es findet auch dieses Level hier. Naja, aber wenn wir hier schon den Bosskampf haben, also hatten, was kommt denn dann jetzt noch? Den Vertrag verletzen? Oh, tue ich den weh? Wait, warte mal. Was? Es gibt zweimal Snatcher-Kampf? Überlebe Snatcher? Besiege Snatcher! Ich bin attraktiver als je zuvor. Versuche nicht zwischen Schockwellen zu landen. Mir wäre es lieber, wenn du einfach mit Gesicht nach unten am Boden liegen würdest. What? Okay. Oh Gott. Und Junge, das hier war schon schwer. Und das hier war auch schon schwer. Wie schwer war denn das denn hier? Ich schätze, ich habe keine andere Wahl, das ist auszuprobieren. Aber was ist das für eine dumme Übersetzung? Den Vertrag verletzen. Wahrscheinlich irgendwie so destroying the contract auf Englisch oder irgendwie sowas. Defeating the contract. Den Vertrag verletzen. Als ob wir irgendeinen Vertrag verletzen, Mann. Ich ziehe mal irgendwas an, aber wahrscheinlich bleibt es nicht so. Ah, okay. Das ist also der ganz normale Kampf, nur halt EX. So wie sonst alles immer ist. Hier, kriegst du meinen Hut. Hä? Warum ist der jetzt Rainbow? Hä? Oh mein Gott. Er ist jetzt... er ist geoutet. Er ist jetzt gay. Oh mein Gott. Ja gut, wir passen zu Pride Month, ne? Also wann macht der Schallfällen? Oh Gott, das ist definitiv schwieriger als der normale Kampf. Das soll da auch sein, aber trotzdem, what the hell? Uah! Okay, aber ich weiß noch ganz genau, wie er funktioniert. Wegen dem Bosswash. Ja, die Schockwellen sind neu. Deshalb hat das auch angesprochen vorhin. Hey, die machen jetzt Damage! LOL! Das ist aber ein cooles Detail, dass jetzt auf einmal angreifen und Damage machen. Muss ich vor denen Sorgen machen muss. Oh. Ja. Bam! Werd blau im Gesicht und nicht Rainbow. Uff. Ich sag nur uff. Alles macht jetzt sowas. Okay. Ach, deshalb auch das vorhin, das andere. Da lernt man. Wo man die ganze Zeit gegen ausweichen muss, da lernt man diesen Kampf. Das ist interessant. Das ist eine coole Idee. Ach, ich bereue das nicht. Ganz gut. Leider wird die Folge ein bisschen zu lang, deshalb beende ich sie am besten hier schon. Beim nächsten Mal seht ihr dann, wie ich diesen Kampf hoffentlich schaffe und noch vieles mehr. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde.